Herzlich willkommen zum heutigen Thema Berufsunfähigkeit oder Berufsunfähigkeitsabsicherung in der betrieblichen Altersversorgung, Sinn oder Unsinn. Zu meiner Person ganz kurz, mein Name ist Manfred Bayer, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater für den Beruf und mit diesem Thema beschäftige ich mich zwischenzeitlich seit 1991. Die Absicherung der Berufsunfähigkeit ist ja grundsätzlich ein sehr wichtiges Thema. Es ist auch ein Versicherungsthema und es ist grundsätzlich auch ein sehr anspruchsvolles Thema in der Beratung. Die grundsätzliche Frage, die man sich aber stellen muss, sollte diese Berufsunfähigkeit betrieblich oder privat abgesichert werden? Es ist auf jeden Fall eines der biometrischen Risiken, die Voraussetzung für die Anerkennung einer betrieblichen Altersversorgung sind. Betriebliche Altersversorgung liegt ja immer dann vor, wenn Leistungen des Arbeitgebers zur Absicherung auf eines der biometrischen Risiken zugesagt ist. Es ist auch zwangsweise ein Versicherungsthema im Vergleich zur betrieblichen Altersversorgung ganz allgemein und ganz grundsätzlich. Zum Beispiel bei klar kalkulierbaren Kapitalzusagen, die auch leicht durchs Unternehmen finanziert werden können, wo ich die Liquidität im Unternehmen nutze, brauche ich keine Versicherung. Wenn ich glaube, ich kann mein Geld im Kapitalmarkt oder am eigenen Unternehmen leichter und besser anlegen als in einer zum Beispiel deutschen Kapitallebensversicherung. Und es ist wirklich nicht schwer, weil die meisten deutschen Versicherungen brauchen einen Zeitraum von 25, teilweise 30 Jahren, bis überhaupt nur das eingezahlte Kapital vorhanden ist. Deshalb im Ergebnis ist bereits ein leerer Kopfkissenbezug schon eine bessere Kapitalanlagemöglichkeit. Wenn man Studien einmal vertraut, dann brauche ich eine Versicherung nicht zwangsweise zur betrieblichen Altersversorgung. Derzeit wird die Berufsunfähigkeit in der Akquise zur betrieblichen Altersversorgung stark genutzt, weil mit dem Thema BAV, klassische Versicherung, kommt man nicht mehr weit. Berufsunfähigkeit ist wichtig, zu sagen, pass auf, wir haben hier Berufsunfähigkeit dabei, ganz einfach abzuschließen. Der Mitarbeiter kann seine Berufsunfähigkeit aus dem Netto aufbauen, aus dem Netto finanzieren. Das ist für viele Unternehmer auf den ersten Schritt sehr attraktiv. Die Frage ist aber, was spricht gegen die Berufsunfähigkeitsabsicherung in der betrieblichen Altersversorgung? Wenn ich sage, es ist attraktiv, wenn ich zum Unternehmer sage, ja, die Beiträge, die werden aus Netto gespart, ja, dann führt es natürlich auch dazu, dass die Leistungen voll steuerpflichtig sind. Und wenn ich zum Beispiel 2000 Euro Berufsunfähigkeitsleistung benötige, müsste ich schon so absichern, dass ich irgendwo 3.500 Euro bekomme, um nach Steuern meine 2000 Euro zu haben. Privat ist es ganz anders. Wir haben ein Problem der beitragsfreien Leistung. Ich erteile ja immer als Unternehmer eine Zusage, die auch zu einer Leistung führt. So, wenn der Mitarbeiter kündigt, wenn ich nicht mehr weiterzahle, hat der Mitarbeiter dennoch einen Anspruch. Zum Beispiel bei einer rückgedeckten Unterstützungskasse. Der Mitarbeiter scheidet aus, geht zum nächsten Arbeitgeber. Er hat einen Anspruch auf Berufsunfähigkeitsabsicherung. Irgendwann, 5 Jahre, 7 Jahre, 10 Jahre später, wird er beim neuen Arbeitgeber berufsunfähig. Er sagt, naja, ich habe noch einen Anspruch. Und zwar zumindest eine ratierliche Leistung. Aber die meisten Versicherungen sagen, okay, wenn die Versicherung beitragsfrei gestellt ist, gibt es keine Leistung mehr. Oder das Ganze ist inkongruent. Er hat sich einen Anspruch erdient von 800 Euro. Die Versicherung zahlt nach Beitragsfreistellung aber nur 600 Euro. Der Arbeitgeber würde haften dafür. Ich habe Probleme also bei nicht möglicher Übertragung. Ich habe die Probleme bei einer Unterstützungskasse. Ich habe die Probleme bei vergessener Übertragung, wenn das Ganze beim Unternehmer bleibt. Und ich habe die Probleme bei Einstellung der Zahlung, zum Beispiel wegen Krankheit, weil nicht mehr weiter bezahlt werden kann. Häufig haben wir auch Probleme durch ein Auseinanderfallen von Zusage und Versicherung. Arbeitsrechtlich ist die Zusage entscheidend. Die Versicherung, die stützt sich wieder auf ihr Bedingungswerk.
Und ob das jetzt Dienstobliegenheitsbescheinigungen sind, ob das verschiedene Fragen sind. Versicherungen, die reden sich sehr leicht aus Berufsunfähigkeit heraus. Das sind die meisten Prozesse, das sind die meisten Ablehnungen. Und der Arbeitgeber kann sich arbeitsrechtlich so leicht nicht herausreden. Nächster Punkt, die Berufsunfähigkeitsrisiko mit dem Sparbeitrag zu verbinden, ist ebenfalls nicht klug und häufig auch sehr teuer wegen der fehlenden Transparenz. Und vor allem ist es nicht wieder trennbar. Wenn ich alles zusammenmische, kann ich einen größeren Beitrag von meinem Sparbeitrag wegnehmen, als wenn ich den Betrag separat abrechnen würde. Wenn ich sage, okay, Berufsunfähigkeit, Schutz war toll die letzten 10, 15 Jahre, jetzt brauche ich ihn nicht mehr, dann muss ich den Schutz trotzdem weiterzahlen, auch wenn ich nur meinen Sparbeitrag für die Altersversorgung, sprich Kapital oder Rente, zum Schluss haben möchte. Trennung nicht mehr möglich. Sie gehört zu den am häufig abgelehntesten Leistungen von Versicherungen. Ein neues Thema, das in den Zusammenhang wieder kommt, ist die Grundfähigkeitsversicherung. Die ist grundsätzlich als betriebliche Altersversorgung, also als Risiko anerkannt, aber führt im Ergebnis zur gleichen Problematik. Das waren jetzt alles die Gründe, warum aus Arbeitgebersicht eine BU tunlichst vermieden werden sollte und wie attraktiv der Versicherungsverkäufer das auch darstellt oder propagiert. Attraktiv ist vor allem, weil er sich leicht tut, mit einer entsprechenden Geschichte das den Mitarbeitern als attraktiv zu verkaufen, was es auch nicht ist. Ich habe als einen Punkt genannt, ich habe zwar den halben Beitrag, weil ich aus dem Netto zahle, aber ich habe zum Schluss auch bloß die halbe Leistung. Im Endeffekt bringt es nichts. Aber ich habe natürlich auch ein ganz großes Datenschutzproblematik aus Mitarbeitersicht durch die Preisgabenotwendigkeit persönlichster Daten. Versicherungsnehmer ist im Ergebnis der Arbeitgeber. Das heißt, über die persönlichen Berufsunfähigkeitsthemen muss ich immer den Arbeitgeber informieren. Das wäre ein gesondertes Thema und Teil eines gesonderten Vortrags, aber auch dem Mitarbeiter kann man eigentlich nur empfehlen, eine Berufsunfähigkeit betrieblich lieber zu vermeiden und im privaten Bereich zu verlegen. Die wichtigste Folge, ich habe mehr Flexibilität mit BU im privaten Bereich. Die betriebliche Alterssorgung sollte auf Rente und auf Kapitalauszahlung beschränkt sein, mit einfacher Hinterbliebenenversorgung in Höhe der Beiträge, mit oder ohne Zins. Verstirbt einer, bekommt er seine Beiträge zurück, mit oder ohne den 1,25% zugesagten Zins. Und die BAV benötigt versicherungsförmige Produkte für den Ansparvorgang nicht. BAV funktioniert auch sehr gut ohne Versicherung. Die Liquidität kann entweder im eigenen Unternehmen genutzt werden, indem ich Kontokorrent oder Bankkredite zurückzahle, indem ich in mein eigenes originäres Geschäft und in Wachstum investiere oder indem ich es breit gespreut zum Beispiel am Kapitalmarkt anlege, sachwertorientiert oder irgendeine Kombination aus Nutzung im Unternehmen und Anlage am Kapitalmarkt. Damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen viel Erfolg bei den nächsten Lehrvideos.